Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Tutorial zeige ich dir, wie du das kleine Starterhaus hier im Hintergrund ganz einfach Schritt für Schritt nachbauen kannst. Falls ihr noch einen Server sucht, auf dem ihr mit euren Freunden spielen könnt oder einfach im Multiplayer mit anderen Spielern online spielen wollt, schaut doch gerne auf meinem Minecraft-Netzwerk GameDepox.net vorbei. Die IP lautet GameDepox.net und steht auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr dann gerne das Haus in unserer Freebuild-Welt oder Citybuild-Welt nachbauen. Das Minecraft-Server-Netzwerk habe ich auch bereits auf meinem Kanal einem Video vorgestellt. Das Video jetzt ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Vorab auch schon mal vielen Dank hier an den Squeezy, der uns das Ganze einmal vorgebaut hat und auch Schritt für Schritt hier uns eine Anleitung gegeben hat. Und diese Anleitung werden wir dann einmal jetzt folgen und werden das Haus hier noch einmal nachbauen. Kurz hier nochmal zur Erklärung, die pinken und grünen Wollblöcke geben das Muster und den Baublock an und die roten und weißen Wollblöcke geben die Höhen- und die Längenangabe an. Ja, im ersten Schritt bauen wir dann eine 3x3 Eichenholzbasis, genauso wie hier. Deswegen nehmen wir einmal Eichenholz, ihr könnt natürlich auch anderes Holz nehmen. Und dann bauen wir das jetzt hier einmal auf der anderen Seite nach. Genauso, dann fangen wir hier einfach mal auf der anderen Seite an, bauen hier eine 3x3 Fläche. Das heißt hier einmal so ein Feld 3x3 ausheben. Und dann halt wie gesagt mit Eichenholz oder auch einem anderen Holz hier einmal die Fläche dann ausfüllen. Und dann ist auch schon der erste Schritt gemacht. Dann können wir direkt zum zweiten Schritt hier gehen. Und im zweiten Schritt brauchen wir dann einmal Kies, und zwar zwei Blöcke. Das nehmen wir uns dann auch einmal. Und das bauen wir dann einmal hier vorne dran. Und im dritten Schritt machen wir dann einmal 4x3 blockhohe Holzpfeiler hin. Deswegen nehmen wir einmal Eichenstamm. Ihr könnt natürlich wie gesagt auch wieder anderes Holz nehmen. Und das bauen wir dann jeweils hier an die Ecken dran. Also jeweils drei Blöcke hoch. Dann hier an jeder Ecke einmal dran machen. So, und dann wäre der dritte Schritt auch schon erledigt. Ja, im vierten Schritt fangen wir dann schon an, die Wände mit einem Block hohen Steinziegel zu machen. Wie man Steinziegel craftet, blende ich nochmal oben rechts in der Ecke ein. Und ja, ich nehme jetzt einfach wieder die Steinziegel, beziehungsweise im Survival müsst ihr das natürlich jetzt craften. Und dann tun wir das hier auch einmal so nachbauen, wie es hier ist. Das heißt, einmal hier vorne zwei Steinziegel hin und dann hier jeweils nochmal an die Wände. So, und im fünften Schritt brauchen wir dann einmal Bruchstein. Das nehmen wir uns dann einfach mal. Und hier ist nochmal die Erklärung, wie ich es eben gesagt habe. Also hier ist mit der grünen und pinken Wolle abgebildet, wie wir das Muster jetzt bauen müssen. Und hier ist auch nochmal der Block, also Bruchstein. Deswegen nehmen wir jetzt einmal hier den Bruchstein und tun das dann hier an jede Wand mit so einem Bogen dran machen. Das heißt einmal so, dass unten immer so ein Block frei bleibt. Das machen wir dann hier an jeder Wand. So, und wenn wir damit fertig sind, können wir schon zum sechsten Schritt gehen. So, und im sechsten Schritt machen wir dann einmal Steinziegeltreppen an die Fenster. Das heißt, wir nehmen uns auch einmal wieder Steinziegel. Und wir tun dann jeweils immer drei Steinziegeltreppen hier an jedes Fenster. So, also auf jede Seite hier einmal bis halt auf vorne hier. Da kommt nichts hin. So, und hier müssen wir jetzt aber darauf achten, dass die Treppe sich richtig verbindet. Das heißt, wir müssen einmal hier in die Ecke klicken, dass sie sich hier richtig verbindet mit der Wand. Ansonsten, wenn wir das nämlich so machen, würde es hier ziemlich blöd aussehen. Deswegen einmal hier so in die Ecke klicken, dass sich das hier so in der Ecke verbindet. Das machen wir dann, wie gesagt, auf jeder Seite einmal. So, und wenn wir damit fertig sind, können wir jetzt schon zum siebten Schritt gehen. Und zwar bauen wir im siebten Schritt einmal die Leiter zur zweiten Etage. Das zeige ich euch einmal, wie das dann hier aussieht. Und zwar, wenn man denn hier reinläuft, dann kommt hier rechts in die Ecke einmal so eine Leiter nach oben. Deswegen nehmen wir uns einmal hier wieder Leitern. Hier ist es auch nochmal abgebildet, wie es sein muss. Das heißt, wir platzieren jetzt hier in unserem Haus einmal so eine dreimal hohe Leiter, dass wir einmal so nach oben gehen können. Und wenn wir damit fertig sind, dann können wir jetzt schon zum achten Schritt. Und zwar bauen wir im achten Schritt einmal den Boden aus Fichtenstufen. Deswegen nehmen wir uns einmal wieder Fichtenstufen. Ihr könnt natürlich wieder ein anderes Holz nehmen, falls ihr das wollt. Und dann tun wir einmal hier den Boden von der zweiten Etage aus Fichtenstufen bauen. Das heißt, hier kommt jetzt überall ein Block hin, bis hier halt da, wo die Leiter ist, dann natürlich nicht. Und da machen wir jetzt einfach mal den Boden hier hin. Achtet allerdings darauf, dass es nicht hier unten platziert wird, damit wir hier gleich auch Kisten und so weiter draufstellen können. Deswegen hier oben platzieren auf jeden Fall, also hier in der oberen Hälfte auf jeden Fall anklicken. Und dann platzieren wir das einmal. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Schritt. Und zwar bauen wir hier im neunten Schritt einmal den Anfang von der Wand der zweiten Etage. Das machen wir dann einmal hier wieder mit dem Eichenstamm. Und ich zeige euch hier mal, wie das aussieht. Also hier an jeder Ecke kommt dann hier so ein Eichenstamm, der dann so nach außen zeigt. Allerdings hier an der Ecke lassen wir immer einen Block frei. Jetzt ist es allerdings gar nicht mehr so einfach, dass der Eichenstamm so nach außen zeigt, wie eben gezeigt. Und deswegen müssen wir einmal noch mal hier so eine kleine Umrandung bauen. Zum Beispiel den Bruchstein. Ihr könnt natürlich auch ein anderes Holz oder einen anderen Stein nehmen. Und jetzt müssen wir genau hier draufklicken mit unserem Eichenstamm. Und dann sehen wir, er zeigt nach außen. Denn wenn wir das jetzt ohne diese Umrandung machen würden, dann würde der ganz normal nach oben zeigen und das wollen wir ja nicht. Deswegen auf jeden Fall hier immer seitlich anklicken. Und das tun wir dann jetzt hier auf jeder Seite machen. Und wenn wir hiermit dann fertig sind, dann kommen wir auch wieder zum nächsten Schritt. Natürlich kommt dann hier wieder die Umrandung wieder weg. Das war jetzt nur, damit wir die Blöcke platzieren konnten. So, und im zehnten Schritt tun wir jetzt einmal hier Holzstufen wieder in jede Ecke platzieren.
Ich nehme jetzt hier wieder Eichenholztreppen. Ihr könnt, wie gesagt, wie auch vorhin schon, ein anderes Holz nehmen. Das machen wir dann einmal hier genauso. Das bauen wir jetzt einmal so nach in jeder Ecke. Das heißt, einmal hier so Treppen hin, die dann jeweils so nach außen zeigen. Und im 11. Schritt bauen wir dann hier mit den Eichenholzbrettern hier an dem Dach weiter. Das heißt, wir platzieren jetzt eigentlich überall einen Block, außer in den Ecken und in der Mitte lassen wir einen Block frei. Also jeweils hier einmal so um die Ecken rum und das dann, wie gesagt, auf jeder Seite machen. Und dann haben wir diesen Schritt auch schon erledigt. So, und im 12. Schritt brauchen wir dann einmal hier wieder Eichenholztreppen. Und die platzieren wir jetzt hier auf die Blöcke noch einmal so drauf. Mit einmal hier der Ausnahme, dass es jetzt hier so zusammengeführt wird. Also jeweils hier einmal so auf den Block drauf. Und jetzt aber dafür sorgen, dass es hier so verbindet wird. Das ist jetzt auch gar nicht mal so einfach hinzubekommen. Da dann wieder einmal so hier die Ecke klicken. Da müsst ihr vielleicht jetzt ein bisschen ausprobieren. Dass es hier halt immer so einmal so um die Ecke geht. Das müssen wir auf jeden Fall hinbekommen. Deswegen versucht ihr am besten einmal so in die Ecke zu klicken. Das ist zum Beispiel jetzt falsch. So. Und dann nochmal hier. Und da verbindet sich das ja eigentlich auch automatisch. Hier ist aber jetzt noch ein Fehler drin. Ihr seht es hier vielleicht, hier ist nochmal so ein Stück abgehackt. Deswegen müssen wir noch einmal hier die Treppe wegmachen und platzieren es nochmal neu. Und dann müsste es jetzt hier in jeder Ecke so aussehen. Hier ist auch nochmal ein Fehler drin. Sorry, nochmal neu. Und hier ist auch nochmal ein Fehler drin. Auch nochmal neu. Und hier ist auch nochmal ein Fehler drin. Und jetzt müsste aber jede Seite gleich aussehen. Und wenn ihr das hier habt, dann kommen wir wieder zum nächsten Schritt. So, und im 13. Schritt brauchen wir dann einmal hier nochmal 4 Fichtenholzbretter. Und die platzieren wir dann einmal hier so in die Mitte rein. Das heißt, jeweils hier an die Ecken, beziehungsweise in die Mitten, einmal hier nochmal so ein Fichtenholz rein. Und dann haben wir diesen Schritt auch schon wieder erledigt. So, und im 14. Schritt tun wir dann einmal mit Eichenholzbrettern hier einmal so ein Kreuz auf das Dach machen. Das heißt, einmal hier bei den Fichtenholzbrettern anfangen und dann auch wieder zum Ende bis zum anderen Fichtenholzbrett ziehen. Dass wir einmal so ein 5x5 Kreuz haben. Im 15. Schritt brauchen wir dann hier Fichtenholzstufen. Ihr könnt natürlich wieder auch ein anderes Holz nehmen. Und dann bauen wir jetzt auf das Kreuz hier noch einmal hier Fichtenholzstufen drauf. Genauso hier einmal aufs Dach dann hier einmal noch Fichtenholzstufen einfach drauf machen. Im 16. Schritt nehmen wir dann einmal 4 Stufen hier von den Eichenholzstufen. Und da platzieren wir einmal hier im inneren Dach 4 Stufen. Das heißt dann jeweils einmal hier in die Mitte, einmal so eine Stufe dran. Genau, dann wieder darauf achten, dass es hier oben platziert wird, nicht hier unten. Deswegen hier wieder in die obere Hälfte klicken. Im 17. Schritt tun wir das Dach jetzt fertigstellen. Dafür brauchen wir allerdings 3 Blöcke. Und zwar einmal Fichtenholzbretter, beziehungsweise auch andere Holzbretter. Einmal Treppen und dann nochmal einmal Fichtenholzstufen. Und dann müssen wir das hier nach dem folgenden Muster hier aufbauen. Das heißt, unten kommt erstmal hier so eine Stufe hin. Dann kommen Treppen. Dann kommt hier ein ganz normaler Block. Dann wieder eine Treppe. In der Mitte dann auch wieder eine Treppe. Dann ein Block und dann oben nochmal 2 Treppen. Ich zeige euch das natürlich jetzt einmal nochmal hier Schritt für Schritt. Und zwar platzieren wir hier bei den Eichenstämmen im 3. Block in der oberen Hälfte hier einmal so eine Stufe. Darauf kommt dann jeweils eine Treppe, die dann so nach außen zeigt, genauso wie die hier. Dann kommt wieder eine Treppe hier jeweils auf die andere Seite. Da darauf achten, dass sie hier dann jetzt nach innen zeigt. Da kommt dann jeweils ein Fichtenholzbrett drauf. Hier in die Mitte kommt dann auch wieder ein Fichtenholzbrett. Dann jeweils an die Ecken wieder eine Treppe, die dann so nach außen zeigt. Dann kommt hier einmal in der Mitte, da wo das Fichtenholzbrett hier ist, nochmal eine Treppe hin. Da wieder oben anklicken, dass sie hier so nach unten zeigt. Da dann jeweils auch an die Außenseiten wieder eine Treppe machen. Die zeigt dann wieder auch nach außen. Da kommt dann in die Mitte nochmal ein Fichtenholzbrett drauf. Dann kommt hier wieder eine Treppe drauf, die dann so nach innen erstmal zeigt. Und da nach vorne kommt dann wieder eine Treppe, die dann allerdings hier so nach vorne zeigt. Und dann wären wir hier auch fertig damit. Das müsst ihr natürlich jetzt hier auf jeder Seite wiederholen. So, dann kommt jetzt hier die zweite Seite. Das heißt, hier einmal wieder mit dem Fichtenholzbrett starten. Da kommt dann jeweils eine Treppe drauf, die dann so nach außen zeigt. Dann jeweils nochmal eine Treppe, die dann jeweils nach innen zeigt. Dann nochmal ein Fichtenholzbrett drauf. Dann nochmal eine Treppe, die zeigt allerdings wieder nach außen. Dann wieder eine Treppe, die allerdings so nach unten zeigt. Dann kommt hier wieder ein Fichtenholzbrett drauf. Dann kommt hier wieder eine Treppe drauf, die dann hier nach innen zeigt. Und dann wieder eine Treppe, die nach unten und außen zeigt. Bei der dritten Seite dann natürlich genau dasselbe Spiel. Das heißt, wieder Fichtenholzbretter. Dann einmal eine Treppe drauf, die nach außen zeigt. Eine Treppe, die nach innen zeigt, beziehungsweise auch nach innen unten hier. Dann wieder ein Fichtenholzbrett drauf. Dann wieder eine Treppe drauf, die wieder nach außen zeigt. Hier dann wieder eine Treppe, die nach außen und unten zeigt. Dann ein Fichtenholzbrett drauf. Wieder eine Treppe, die nach innen zeigt. Und dann wieder eine Treppe, die nach außen zeigt. Und bei der letzten Seite natürlich auch wieder. Einmal wieder mit Fichtenholzbrettern starten. Dann eine Treppe drauf, die nach außen zeigt. Eine Treppe, die nach innen zeigt. Dann hier wieder ein Fichtenholzbrett drauf. Eine Treppe drauf, die nach außen zeigt. Eine Treppe hier, die wieder nach außen zeigt und unten. Ein Fichtenholzbrett drauf. Dann wieder eine Treppe, die nach innen zeigt.
und eine Treppe, die nach außen und nach unten zeigt. Und jetzt sind wir auch hier schon mit dem Dach fertig. So, im 19. Schritt tun wir dann kleine Details am Äußeren noch vornehmen. Und zwar brauchen wir einmal hier Bruchsteinmauern, dann einmal Blumen, ich habe jetzt hier diese Margeriten genommen, einen Steinknopf, Glasscheiben und Laternen. Und zwar setzen wir jetzt hier am Eingang einmal so Bruchsteinmauern hin. Da kommen dann Steinziegeltreppen drauf, die dann hier wieder so um die Ecke zeigen. Da müsst ihr dann wieder wahrscheinlich ein bisschen rumtricksen. Und zwar fangen wir hier mit den Bruchsteinmauern am Eingang an. Und darauf kommen dann Steinziegelmauern. Die zeigen dann hier so nach oben und gehen dann hier auch immer so um die Ecke. Da müsst ihr dann wieder ein bisschen ausprobieren, dass sie sich richtig verbindet. Genau so muss es dann aussehen. Dann natürlich auch wieder hier auf der anderen Seite. Genauso so muss es dann aussehen, dass es hier einmal so um die Ecke geht. Und ich habe gerade gemerkt, wir brauchen natürlich auch noch Grasblöcke und dann hier noch so Fichtenholztüren. Sonst können wir natürlich die Blumen nirgendwo platzieren, beziehungsweise es wird dann blöd aussehen. Das heißt, einmal hier im Eingang platzieren wir jetzt nochmal hier einmal Erde hin. Da kommen dann Fichtenholzfalltüren hin. Die klappen wir dann einmal so um und darauf kommen dann die Blumen. Oben hier in die Mitte können wir dann einmal hier so einen Steinknopf noch hinmachen. Und die Fenster machen wir dann auch mal hier mit Glasscheiben voll. Und da fehlt natürlich auch noch unsere Eingangstür. Deswegen platzieren wir auch nochmal hier eine Tür rein. In meinem Fall nehme ich jetzt hier so eine Eichenholztür. Die platzieren wir dann einmal hier hin. Und dann können wir jetzt auch schon hier reinlaufen und haben eine Tür. Und an die anderen drei Wände kommt dann hier über das Fenster nochmal einmal so eine Bruchsteinmauer. Und darauf stellen wir dann nochmal hier eine Laterne. Das wie gesagt dann hier an allen drei Wänden wiederholen. Dann jeweils eine Laterne drauf. Und vorne geht das natürlich nicht, da haben wir hier unsere Treppen hingemacht und den Knopf. Und jetzt sehen wir auch schon das Haus, das nimmt langsam Gestalt aus und sieht auch schon richtig gut aus. Im 20. Schritt nehmen wir dann einmal hier noch ein bisschen Kies. Das tun wir hier als so einen kleinen Pfad hinbauen. Dann brauchen wir noch ein bisschen Gras, um das hier ein bisschen zu verschönern. Und jetzt bauen wir vor den Eingang nochmal hier so einen kleinen Pfad aus Kies, hier so ein bisschen versetzt. Also einmal so nach rechts nochmal und dann mal zwei Blöcke nach vorne. Und dann können wir hier nochmal ein bisschen Gras platzieren. Ihr könnt den Garten natürlich auch ein bisschen anders einrichten, je nachdem wie ihr halt wollt. Ihr könnt natürlich auch neben das Haus hier noch ein kleines Feld machen, wo ihr noch was anbauen könnt. Aber ich finde, für den Anfang sieht es doch gar nicht mal so schlecht aus. Dann können wir natürlich hier noch ein paar Blumen platzieren. Nochmal ein paar rote Tulpen einfach hinmachen, damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Dann kommen wir auch schon zur Einrichtung der ersten Etage. Dafür brauchen wir dann folgende Sachen. Einmal hier ein Gemälde, zwei Truhen, eine Werkbank. Dann, wenn ihr das wollt, können wir nochmal hier einen Rahmen nehmen und eine Uhr. Ihr könnt natürlich auch ein anderes Item hier dann reinsetzen. Dann brauchen wir einmal einen Blumentopf. Da können wir dann hier eine Blume reinsetzen. Ich will jetzt hier einmal so fahren. Eine Steinziegeltreppe. Und dann noch ein Schmelzofen, sowie hier ein Braustand. Ihr könnt das Haus natürlich auch anders einrichten, je nachdem wie ihr halt wollt. Und jetzt platzieren wir einmal hier einmal eine Truhe. Daneben dann einmal eine Werkbank rechts. Dann kommt hier immer das Gemälde hin. Da müssen wir jetzt aber darauf achten, dass wir hier nochmal die Scheibe kaputt machen. Sonst würde jetzt hier so ein Doppelgemälde hinkommen. Jetzt können wir dann natürlich wieder die Scheibe hier hinsetzen. Dann kommt hier der Rahmen hin. Da kommt dann eine Uhr dann rein oder wie gesagt ein anderes Item könnt ihr natürlich auch da reinsetzen einfach. Dann kommt hier die Steinziegeltreppe hin, die einmal so nach unten zeigt. Und da tun wir dann den Blumentopf drauf. Und dann hier eine Blume rein, beziehungsweise bei mir dann dieses Farn. Dann nehmen wir einmal hier so einen Schmelzofen. Tun wir dann auch einmal hier rechts in die Ecke stellen. Und tun einmal den Braustand drauf. Hier jetzt darauf achten, wenn ihr den draufstellen wollt, dass ihr nicht einfach rechtsklick macht. Sonst öffnet ihr den Schmelzofen hier. Deswegen einmal sneaken, dann den Braustand hier draufstellen. In der zweiten Etage brauchen wir dann wieder einmal ein Gemälde. Dann einmal Teppich, nehmen wir jetzt hier grünen Teppich. Ein Bett. Dann nehmen wir hier Bücherregale zwei Stück. Dann wieder einmal einen Blumentopf. Und dann nochmal hier eine rote Tulpe. Ihr könnt natürlich auch wieder eine andere Blume nehmen. Und dann einmal hier ein Skelettschädel nehme ich noch. So, in der zweiten Etage platzieren wir dann einmal hier unser Bett. Dann kommt hier erstmal Teppich hin. Hier lassen wir jetzt zwei Blöcke noch frei, denn hier kommen ja die Bücherregale noch hin. Dann kommt rechts hier der Skelettschild drauf. Und links kommt hier der Blumentopf mit der Blume rein. Dann platzieren wir hier wieder ein Gemälde. Natürlich nicht einfach hier draufklicken wieder, sondern das Glas muss hier auch noch weg. Dann können wir das Gemälde platzieren. Ihr könnt natürlich jetzt, wenn euch das Gemälde nicht gefällt, könnt ihr natürlich nochmal hier Neues hinmachen. Das heißt, das wechselt immer, wenn ihr das hier neu auswählt. Und dann nehmen wir jetzt wieder die Glasscheibe. Und platzieren die Glasscheibe hier wieder hin. Und ich würde sagen, das Haus kann sich doch auf jeden Fall mal sehen lassen. Wie gesagt, nochmal vielen Dank an den Squeezy hier, dass er das alles hier so schön vorbereitet hat. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob euch das hier gefallen hat, so mit den einzelnen Schritten. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall selber ein Abo und ein Like freuen. Falls ihr Fragen habt, kommentiert einfach, dann versuche ich euch auf jeden Fall zu helfen. Und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video.